Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon-Nips da draußen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit Eddie Thomas und PlayerGaddon. Ich würde sagen, die Loot-Challenge beginnt in 3, 2, 1, go! So, ab jetzt beginnen 20 Minuten. Es ist wieder Montag, heißt vierte Runde der Loot-Challenge. Drei Runden wird es noch geben, beziehungsweise zwei, aber drei mit der heutigen Runde mit einberechnet. Und mal schauen, was für Loot wir um diese Uhrzeit finden. Es ist gerade 7:45. So die Zeit, wo die meisten Blockbuster jetzt im Fernsehen laufen, ist mir egal. Im Moment, ich schaue sowieso kein Fernsehen mehr, kaum noch. Ich bin beinahe nur auf YouTube aktiv. Ja. Also letzte Woche haben wir eigentlich schon ordentlich Loot rausgeholt. Mal gucken, ob wir es heute fortsetzen können. Elixier haben wir ja genug. Aber, Alter. Bin ich jetzt in Silberliga 2? Ja, das liegt daran, dass ich zu selten angreife. Ich hoffe, hier gibt es trotzdem Loot. Wenigstens ein bisschen, das wäre ganz nett. Ja, komm, solche Gegner kann man nicht schaffen. Ja, zumindest nicht mit Bartsch und dann... Nehmen wir. Wir nehmen diesen Gegner 129.000 Gold, 125.000 Elixier. Ist nicht die Welt, aber es reicht mir. Es reicht mir. Denn auf meinem Hauptaccount ist momentan Lootstille. Ich finde einfach gar kein Loot mehr. Und wenn, dann kann ich es nicht angreifen, wie zum Beispiel in der gestrigen Aufnahme mit Only Hawk Rider. Ja, den konnte ich nicht angreifen, war ein rautes Level 8. Da tut mir immer noch in der Seele weh, dass ich den nicht angegriffen habe. Aber naja, Opfer muss man ja bringen. Ja, eigentlich müssten wir den jetzt restarten. Im Normalfall, wenn die Minenwerfer nicht allzu viel Damage machen sollten. Ja, sieht doch eigentlich relativ gut aus. Ja, für die meisten hat die heute ja wieder die Schule begonnen. Ich rede schon in der Zukunft. Das ist gerade erstmal Sonntagabend, aber juckt ja keinen. Heute hat ja bei den meisten wieder die Schule begonnen. Ich weiß, bei anderen hat die sogar... Weiß ich nicht. Gibt es Bundesländer, wo die Schule schon letzte Woche begonnen hat? Ich weiß nicht. Ihr könnt es mir mal unten in die Kommentare schreiben. Ich lebe ja in NRW. Und hier beginnt die Schule erst wieder morgen, beziehungsweise heute, wo ihr das Video seht, habe ich direkt 9 Stunden. Ich freue mich überhaupt nicht drauf, kann ich jetzt schon mal so sagen, aber... Muss man ja machen. Ich meine, man tut es ja für das spätere Leben, damit man einen geilen Job bekommt. Genug Money verdient für Juwelen in Clash of Clans natürlich. Was denn sonst? So, die Truppen sind noch nicht fertig. Die Hälfte ist schon fertig produziert. Aber wir können ja wieder ein paar Truppskis nachbilden. Und ich kann euch ja mal ein bisschen im Clankrieg zeigen. Momentan sind wir ja wieder im Clankrieg. 23:19, wir 14 Angriffe, der Gegner 8 Angriffe. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir die Sterne wieder nicht effektiv nutzen. Der Gegner ist schwach. Der ist wirklich schwach, aber wir sind wieder zu blöd, um das zu nutzen. Im Übrigen könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie mein Mikrofon momentan so ist. Denn ich sehe hier gerade bei Order City, dass es mächtig am Rauschen ist. Ich weiß aber wirklich nicht, woran das liegt. Also, ja, also ich werde das Mikro zurückschicken. Ich habe mir überlegt, vielleicht lege ich 20, 30 Euro drauf und habe dafür ein besseres. Momentan habe ich hier das, für die es interessiert, das T-Bone SC440. Kostet um die 59 Euro bei Thomann. Also, falls wer von euch auch mit Let's Plays anfangen soll, will. Ich kann das Mikrofon nur empfehlen. Nur momentan, meins ist ein bisschen, kaputt, würde ich sagen. Aber woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Na egal, 2 Jahre sind ja, glaube ich, Garantie drauf. Und ja, ein bisschen Smalltalk so in der Loot-Runde wollen wir ja halten. Denn 20 Minuten Farm, da braucht man doch schon Gesprächsthemen. Sergey, nochmal 2 Sterne. Bitte Pekka oder Magier habe ich momentan nicht auf dem Account. Haut irgendwas rein, wir werden verlieren. Ja, ob wir verlieren, das weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall Asiaten, unsere Gegner. Und Asiaten weiß man ja. Ne, Japan sogar, okay. Ja, ist ja Asien. Und Asiaten sind immer sehr stark. 905 Clan-EP haben wir momentan. Bald sind wir sogar auf Level 3, aber im Clan-Krieg, da fehlt uns momentan irgendwie das gewisse Etwas. Das Sahnehäubchen. Denn den letzten gewonnenen Clan-Krieg ist auch schon etwas her. 10 Tage, also. Jetzt haben wir 3 Kriege in Folge verloren. Am Anfang so gab es eine Euphorie. 2 Clan-Kriege hintereinander gewonnen und jetzt muss man schauen, wo uns das hinführt. 190 sind fertig. 194? Ja komm, wir können schon weitersuchen gehen. Wegen diesen 6 Truppen. Ich glaube nicht, dass die einen Unterschied machen werden. Ich hoffe es zumindest. Ja, wir werden jetzt weiter Loot suchen momentan. Also der erste Angriff war eigentlich relativ nice, finde ich. Mein Ziel ist es ja, Dritter zu werden.
Und das werde ich auch durchsetzen. Vielleicht werde ich sogar noch Zweiter, aber dann muss der Loot weiter stimmen. Komm. Aber der liebe Flo hat ja schon... der hat einen wirklich großen Vorsprung, glaube ich. Auf jeden Fall hat er mächtig viel Loot rausgeholt. Bam, Junge, das ist doch... Das ist geiler Loot, meiner Meinung nach. Nicht viel, aber akzeptabel, würde ich sagen. Akzeptabel. Also, wow, to Zweiter werden ist gerade nice. So, das meiste müssten wir noch rausbekommen. Ah ja, 17.500 brauche ich, um meinen Barbarenkönig auf 4 zu starten. 13.600 Dunkles habe ich ja momentan. Sieht doch gut aus. So, das Elixier haben wir rausgeholt. Nicht alle Truppen verschwendet. Das ist doch nice. Und ja. Wenn wir nur solche Angriffe hätten, das wäre hammergeil. Wir können jetzt auch schon beenden. Da wir den Rest ja nicht sowieso brauchen. Das waren nur noch 900 von beidem, also nichts. Also wir können den Barbarenkönig noch ein bisschen verschonen. Und 100 sind wieder fertig. Gem will ich mir die Truppen nicht, da ich hier nicht allzu viele Juwelen habe. Und für meinen zweiten Account will ich auch nicht so viele Juwelen ausgeben. Aber naja. Ist ja auch nicht schlimm. Denn so viel Geld habe ich auch noch nicht. Ich bin erst 15, also bis ich Geld verdiene, dauert dann noch ein bisschen. Also ich kann mir noch Zeit lassen mit allen Dingen. Alter, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man nichts mehr upgraden kann, außer Mauern. Aber ja, ich habe so viel Elixier, das ist schade, dass mir immer so viel geklaut wird. Wir können ja mal wieder Wiederholung zeigen. 444.000 Elixier habe ich hier verloren. Hier war ich auch etwas länger nicht mehr online. Goldtechnisch hat er auch ordentlich was rausgeholt. Jo. Das tut weh, wenn man sieht, wie viel Elixier einem gestohlen wird. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Mauer nicht mit Elixier upgraden kann von 6 auf 7. Das gab es ja mal für eine kurze Zeit, aber Clash of Clans bzw. Supercell hat das Update ja wieder rausgenommen. Wieso? Keine Ahnung. Es gab eigentlich gar keinen richtigen Grund. Naja, ich finde, ich glaube, die Juwelenkäufe sind in der Zeit etwas zurückgegangen. Aber ich kann es ja auch nicht bestätigen, da ich ja nicht bei Supercell arbeite. Wäre aber geil, ne? So ein Leben bei Supercell. Supercell macht ja am Tag um die 500.000 Profit. 500.000 bis 1 Million Dollar und das ist ein Porsche am Tag, würde ich sagen. Wenn nicht sogar mehr. Ja. Wir haben noch ein paar Zauber, die wir nehmen können. 8 Minuten sind gleich vergangen. Und wir haben schon eigentlich schöne Dinge rausgeholt. Wenn man hier, wenn man das hier so sieht. Upsi. Wollen wir meine mathematischen Fähigkeiten hier rausholen? Ja. Wir runden mal auf 250.000 und da auf 300.000. Also 550.000 haben wir schon rausgeholt insgesamt an Loot. Ist doch in Ordnung dafür, dass es erst 8 Minuten geht. So, wieder ein paar Trupskis nachproduzieren. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit der Gegnersuche. Und auf neuen fetten Loot. So. Ah. Da ist Loot draußen. Ich weiß nur nicht, wie viel. Das ist jetzt das Problem. Ja, probieren wir einfach. Ich meine, im Notfall jamme ich mir noch ein paar Truppen. Ein bisschen Juwelen habe ich ja noch. Ja, ein paar. Müsste eigentlich reichen. Wie viel Loot hier drin ist, kann ich bei weitem nicht sagen. Also, das ist wirklich schwer einzuschätzen hier. Ich hoffe genug. Das meiste scheint aber in den Lagern zu sein, aber das ist mir jetzt schnurzegal. Solange wir hier ein bisschen rausgeholt haben. Ich weiß nicht, wie viel wir hier rausgeholt haben. Ich meine nicht viel. Ei. Ja, die Minen und Sammler waren nicht auf dem höchsten Level. Auf 7 oder 8 ist das. Weiß ich nicht mehr. Schon ewig her, als meine Sammler auf den Level waren. Ah, fuck. Scheiße, das war viel zu wenig. Das war viel zu wenig. Komm, wir jammen. Wir jammen und ist die Truppen fertig. Weißt du, das kann man sich auch mal gönnen. Das kann man sich mal gönnen. Wird eine teure Runde, aber wenn wir gerade so einen Fail gemacht haben, ich kann auch nichts dafür. Ich kann ja auch mal 5 Euro investieren hier, um mir noch ein paar Juwelen zu kaufen. Also, daran müsste es nicht scheitern. Okay, hier können wir nichts mehr jammen. Wir dürfen nicht allzu lange warten. 810 Dunkles haben wir aber bekommen. Ja. Für die Loot-Challenge nicht erfolgreich, aber für mich selber noch ein bisschen Dunkles. Passt doch dann. Das passt doch dann. Mein Radars kann ich auch bald upgraden. Wir können mal ganz kurz schauen. Nicht kopieren. Ich drücke mal auf kopieren. 112 Mauern auf 7 haben wir schon fertig. 63 fehlen noch. Ja.
Also in den nächsten Wochen müsste ich das eigentlich fertig haben. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, bevor die Loot-Challenge nicht beendet ist, meinen Rathaus nicht abzugraden, da der Loot dann sehr schlechter wird. Und ich halt jetzt immer meinen Rathaus Level 7 Account dafür benutze. So. Boah, ich habe so null Bock auf Schule und dann haben wir noch 9 Stunden. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt, aber ist ja egal. Alter. Dann kriegen wir, glaube ich, noch eine Mathearbeit zurück, noch eine Deutscharbeit. Alter, das ist wieder das volle Programm an einem Tag. Viel zu viel Stress. So, jetzt müssten meine Truppen fertig sein und weiter geht's mit dem Angreifen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt was finden. Wir brauchen so richtig fetten Loot. Ich hatte, glaube ich, war das heute Morgen 600.000 von beidem. Kann ich euch noch gleich zeigen, wenn der Angriff irgendwie noch da sein sollte, was ich aber bezweifle. Aber ich habe den... Ach, scheiße, ich habe vergessen, den Angriff zu teilen. Aber ich habe bei weitem nicht alles rausgeholt. Es war ein Rathaus Level 9er und dann mit Level 4er Bartstruppen. Es gibt besseres, ja. Also jetzt von den Truppen her, vom Loot her war das ja mega Bombe. Ich glaube, ich habe nur 300.000 von beidem rausgeholt, aber das hat mir gereicht. Ich hätte lieber mehr Gold als Elixier gehabt, aber es tut ja für die Statistik gut. bald 13 Minuten. Ne, 12 Minuten. Sorry. Loot, where are you? Ja, 34.000, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Come on, Loot. Come on. Ah, auch zu wenig. Komm schon, Loot. Zeig dich. Wie macht der Zuhuk Loot? Loot. Hey, yo. WhatsApp nervt nicht. Ich möchte nicht genervt werden, während ich gerade aufnehme. Ich habe doch Push-Up-Benachrichtigung ausgeschaltet. Was verstehst du nicht dran, Handy? Ach ja, wenn man mit seinem Handy wirklich sprechen könnte und er alles verstehen würde. Natürlich, ich habe auf dem Samsung-Handy S-Voice, aber naja. Ich sag dazu besser nichts. So. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der Loot hin? Ich will so ein Loot wie am Anfang haben. Ja, 350.000 Elixier, alles in den Lagern ist ja nicht so knorke, würde ich sagen. So. Ach bitte, Telekom, beeil dich. So. Eine Skype-Nachricht am Abend. Okay, wir können ja mal ganz kurz nachschauen, wer da geschrieben hat. So. Ja, 112.000, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Es gibt besseres Loot, die Schör. Komm. Ah, Mann. Ja, Silberliga 2, ich bin abgerutscht, glaube ich, oder nicht? Ich bin Silberliga 1, aber ich müsste ein bisschen weiter... Ich habe nichts gesagt. Ich habe bei weitem nichts gesagt. Ihr seid Zeuge von diesem Loot. Heilzauber. Ihr seid Zeuge von diesem Loot. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Das ist fetter Loot. Das ist richtig fetter Loot. Hier ein Wutzauber. Alter, das ist hammergeil. Das ist hammergeil. Das ist hammergeil. Yo. Alter, 500.000 von beidem. Ich hab hier mächtig viel Loot rausgeholt, Alter. Junge, Junge, Junge. Ihr seid Zeuge von so einem Loot. Sollen wir uns noch das Rathaus snaggeln? Wir snaggeln uns sogar noch das Dunkle. Und wir snaggeln uns jetzt noch das Rathaus. Ein Schweinereiter hat sich dazu entschieden, meinen Barbarenkönig die Hölle heiß zu machen. Aber mein Barbarenkönig lacht nur über den Schweinereiter und macht den direkt kaputt. Alter, habt ihr das gesehen? Das ist richtig fetter Loot. So, bin am Aufnehmen, lieber Phil. Also ich kann momentan nicht skypen. Ich bin am Aufnehmen.
Snaggeln die noch das Rathaus. 500.000 Elixier für 455.000 Gold. Ich habe jetzt mächtig vorgelegt. Scheiße, Kasernen leerlauf, nicht gut, nicht gut. Wie lange? Okay, 15 Minuten haben wir jetzt. Bald sogar 16 Minuten. Ein Angriff ist noch drinne. Und dieser Loot, ihr seid Zeuge. Das ist fetter Loot, würde ich sagen. Das ist richtig fetter Loot, ey. So. Wieder ein bisschen nachproduzieren. Können wir wieder angreifen, oder? Ja, jetzt können wir wieder angreifen. Ein Angriff ist noch drinne. Nach so einem fetten Loot, ey. Alter, Walter. Wann hatte ich das letzte Mal so ein Loot? Das ist Ewigkeiten her. 1 Million, das ist... Sollen wir es riss... Ja, komm, Hashtag YOLO. 2 Riesenbomben direkt. Wir können direkt ein Wu... fuck. Ich weiß nicht, ob das wird. Ich glaube, das wird nichts. Aber ich will nur das Gold... Oh, eine Valkyrie auch noch. Wir setzen jetzt alles auf den Fleck. Ist mir egal. Im Notfall jamme ich mir gleich noch welche Dinge. Welche Dinge, sure. Jetzt, ich will nur das Gold haben und das Elixier wäre auch nice. Und jetzt die Bogenschützentürme. Bogenschützen hinterher. Flächenschäden scheinen hier nicht mehr so in der Nähe zu sein, bis auf der Magierturm da, aber ja, wir haben ja den Loot, ne? Wir haben den Loot. Ja. Bald 17 Minuten, ein Angriff müsste noch drin sein, wenn wir uns in die Truppen jammen. Ja, komm. So ein Luxus können wir uns mal gönnen nach 1 Million im einen Angriff. Alter, das ist... Junge. Alter, Supercell, danke für den Abend. Das hat mir den ganzen Abend versüßt heute. Wenn man so ein Loot jedes Mal finden würde, das wäre hammergeil. Wir können beenden und wir jammen uns jetzt noch den Rest. So. So, wir können auch schon nichts mehr jammen. Ja, im Notfall hole ich mir halt eine 5 € Google Play Karte. Gibt's zwar nicht, aber... 5 € gibt es das? Nee, leider nicht. Glaub nicht. Kann man per Paysafe... Kann man mit Paysafe zahlen? In den Google Play Store? Ich habe keine Ahnung. So, ein Gegner müssen wir noch finden. 18 Minuten läuft die Challenge jetzt schon. Aber einen Angriff müssen wir noch finden. Alter, das ist so richtig fetter Loot heute. Wieso kann so ein Loot nicht immer sein, ey? Bei jedem Angriff 500.000. Dann wird Clash of Clans spielen Spaß machen. Alter, Alter, Alter. Ah, oh Mann, ich habe vergessen, das Screen zu shoten, aber ich hab's im Video. Mit Videobeweis. So, einmal angreifen müssen wir noch. 18 Minuten läuft jetzt noch. Also 2 Minuten haben wir noch zum Suchen. Müsste eigentlich ganz entspannt laufen. Ich hoffe auch, dass mein Aufnahmeprogramm jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen abkacken sollte. So, das war zu wenig. Zu wenig. Zu wenig, okay, 19 Minuten. Ja, gleich zu 19 Minuten in 30 Sekunden circa. Nope. 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 Okay, jetzt müssen wir uns langsam beeilen mit dem... Wo ist der Loot drinne? Was war es gerade für ein Geräusch von mir? Keine Ahnung. Ach, dammit. Ich muss weitersuchen. Come on, baby. Come on. Give me loot. Ach, scheiße. Weniger als 1 Minute. Jetzt muss ich mich aber langsam beeilen. 19 Minuten haben wir schon gesucht. Komm, 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 komm. Einmal noch fetter Loot. Einmal noch fetter Loot. Komm. Komm, 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 komm. Gegner suchen. Ach, scheiße, 30 Sekunden. Komm jetzt. Nein, zu wenig. Zu wenig. Zu wenig. Ja, komm, ist mir egal. Greif jetzt einfach an. Wir haben noch angegriffen, also darf der Angriff auch noch gezählt werden, auch wenn wir alle Truppen gesetzt haben. Okay, 16 Sekunden.
So, das Loot-Turnier läuft noch. Die 20 Minuten, die ich offiziell habe, laufen noch. Also ist doch alles in Ordnung. Ein bisschen Gold haben wir noch rausgeholt, auch wenn es nicht die Welt war. 100% werden wir, glaube ich, nicht schaffen, oder? Nee, sieht nicht so aus, aber das ist ja auch nicht schlimm, nachdem wir 500.000 von beidem in einem Angriff hatten, Alter. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was euer höchster Loot war. Würde mich mal interessieren. Alter, das ist hammergeil. Das ist mehr als hammergeil. Die Loot-Challenge ist jetzt vorbei. Beziehungsweise die vierte Runde. Ja. Lassen wir, ja komm, am Arsch, brauche ich nicht. Die 7 Pokale haben mir gereicht. Da würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge vom Loot-Turnier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.